Gerade hat die unheimliche Kirchturmuhr 2:30 geschlagen. Ich muss wahnsinnig sein, mich zu dieser Stunde alleine auf der Straße zu befinden. Mein Name ist Jürgen Knieling, ich bin Naturfilmer und dies könnten meine letzten Aufnahmen sein. Und während im Hintergrund jemand Leichen zersägt, wage ich mich in die tiefsten Abgründe der höllischsten Schlünde Darmstadts. Denn wie immer bin ich auf der Suche nach den Letzten ihrer Art. Das gilt auch für Leichen. Und gelbe Telefonzellen. Aber heute, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, besuche ich Darmstadts letztes Spukhaus. Schon sehr lange bin ich nicht mehr frei durch die Straßen von Darmstadt gewandelt. Die letzten Jahre habe ich im Elisabethenstift verbracht, wo ich als paranoider Psychotiker gearbeitet habe. Huhu! Huhu! Und da ist sie. Die Auffahrt zum gruseligsten Haus, das ich in Darmstadt je gesehen habe. Verwilderte Hecken! Verwilderte Zäune! In diesem Teil Darmstadts stehen Prachtgebäude neben den ärmlichen Behausungen der ärmsten Armen. Die Darmstädter Slums. Hier protzt eine Parkanlage mit vermoostem Prunk. Gewaltige Opfersteine säumen das Anwesen. Wurden hier niedliche Nagetiere geschlachtet? Oder gar Blätter? Die ehemaligen Behausungen der Dienerschaft. Auch hier vernimmt man das Sägen von Knochensägen. Ching, 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 ching. Oh, falsche Auffahrt. Nichts kann mich jetzt noch hindern, das richtige Spukhaus zu finden. Ah, ein Hinweis. Ich bin sehr nahe dran. Sehr nahe. Sehr nahe. Schon habe ich die Sümpfe des Vorgartens entdeckt. Erinnert mich an die Küche in meiner ersten Wohnung. Und da ist es. Ein gespenstischer Windzug stößt das Gartentor auf. Welcher Verrückte hat wohl hier ein Zuhause gefunden? Wie alt diese Straße sein muss. Polnischer Teer, 18. Jahrhundert. Frühe mazedonische Dachpappe. Sauteure finnische Halogenlampen stehen hier einfach so im Garten rum. Was ist das für ein Mensch, der solch ein Kulturgut einfach so versauern und vermodern lässt? Oder wohnen hier am Ende doch nur Geister und Kunstdünger? Mein Gott, echtes kroatisches Kringelgras. Noch aus vorchristlicher Zeit, das erkennt man an dem Strichcode. Was mag das nur für eine Bestie sein, die ein derart wunderschönes und auch noch denkmalgeschütztes Terrain so grob vernachlässigt? Werfen wir einen Blick auf das Klingelschild. Oh, scheiße. 200.000 Spermien und ich war der Schnellste. Uhu!